Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Marty McFly und ich bin zurück aus der Zukunft, um euch von den neuesten LEs von Essence, Catrice und Isle of Revolution zu erzählen. Wenn du da also Lust drauf hast, dann bleib dran. Bis gleich! So, hallo meine Lieben, das ist wieder eins von den Videos, das ich nochmal drehen muss, weil beim ersten Mal kein Ton dabei war. Oh, naja, egal. Ja, genau, es gibt neue Limited Editions im Anschlag und es gibt auch eine Sortimentserweiterung. Essence hat eine Limited Edition, Catrice hat eine Sortimentserweiterung der Clean ID-Reihe und Isle of Revolution hat noch eine Disney LE in petto. Ja, das werde ich dir jetzt alles zeigen und vorstellen und wir fangen an mit Essence. Und zwar ist das von Essence die Mini LE. Und ja, das sind Produkte in Reisegrößen für Leute, die jetzt reisen. Naja, hoffen wir mal alle, dass wir bald wieder reisen können. Jedenfalls ist es die Mini Trend Edition. Und da haben wir folgende Produkte. Ein Mini Plumping Lip Gloss und Lippenbalsam Duo. Zwei Produkte, ja, der Name sagt es eigentlich schon. Es ist ein Lip Gloss, das die Lippen auflustern soll und ein Lip Balm in kleinen Größen. Das wird 2,59 Euro kosten und ist ganz süß. Für die Handtasche kann man immer gebrauchen. Ne? Ist mit Vitamin E und Arganöl. Genau. Außerdem gibt es ein Mini Perfume Balsam Stick Trio. So, das sind im Prinzip so wie so ein Buntstift, nur dass die Mine aus einer Art Parfum Balsam ist und den man sich dann eben so aufstreichen kann. Und das wird es in drei Geruchsrichtungen, also es ist ein Set mit drei Stiften und da ist einer mit Vanille, Pfirsich und Kokosnuss drin und dann kannst du die so mixen, also kannst du Pfirsich mit Kokosnuss oder Vanille mit Kokosnuss oder wie auch immer, genau, die kannst du dann so mixen. Das ist eine ganz süße Idee, es sind wohl auch kleine Stifte, die du in die Handtasche schmeißen kannst. Dann wird es ein Mini-Pinsel-Set geben. Achso, die Stifte kosten 3,89 Euro oder werden sie kosten. Genau, ein Mini-Pinsel-Set wird es geben mit zwei Face-Pinseln und zwei Augenpinseln. Und die haben auch einen relativ kurzen Stiel dann, was auch echt süß ist. Also ich finde, die sehen auch ganz gut aus. Und für 3,99 kannst du sie dir auch in die Handtasche schmeißen oder ins Gepäck oder wohin auch immer. Und ja, das finde ich ganz praktisch. Die sind natürlich vegan, das sind Plastikpinsel. Dann die Isle of Extreme Mascara. Die hatten wir ja jetzt in der The Glowing Gold LE in einer Special Edition in Gold. Und jetzt kommt sie wieder, aber in einer Special Edition in Mini. Wenn man die Mascara mag, ist das natürlich super toll. Leider ist sie nicht mein Favorite, aber Mini-Mascaras finde ich ehrlich gesagt super. Super, weil man die sowieso öfter mal austauschen muss. Genau, ja. Dann gibt es ein mattierender, mini-mattierender Gesichtsnebel. Nein, das ist ein mattierender Face Mist mit Gurken und Aloe Vera und ja, soll das Gesicht mattieren, soll das Make-up auch fixieren und wird 1,99 Euro kosten. Außerdem wird es ein Mini Kühlhydra Gesichtsbalsam geben. Kühlhydra. Ne? Das ist im Prinzip so ein Cooling Stick, ne, den du unter die Augen machen kannst, damit die Augenringe ein bisschen abschwellen oder so. Genau. Und das ist ein Beauty Booster mit Niacinamid und Panthenol. Auch nicht schlecht. Außerdem wird es eine Mini fürsorgliche Handlotion. Das ist wahrscheinlich Caring Hand Lotion. Genau, eine kleine Handcreme für 1,59 Euro mit Glycerin, Shea Butter, Aloe Vera und Allantoin. Ja, soll Gurkenduft haben und nicht klebrig sein. Gut, Handcreme können wir immer gebrauchen, vor allem weil wir uns ständig die Hände waschen. Und zum Händewaschen gibt es auch noch ein Produkt und zwar Mini-Seifenblätter. Die kennt ihr vielleicht, das ist, das sind wirklich so kleine, ja ganz kleine feine Folien aus Seife, die man mit ein bisschen Wasser aktivieren kann und dann hast du Seife dabei. Das finde ich tatsächlich echt praktisch und sowas habe ich gerne in der Handtasche. Die werden 1,99 kosten und hier steht nicht nach, was sie duften werden, aber sie werden garantiert noch irgendwas duften. Und außerdem gibt es in dieser LE noch die obligatorische Mini-Nagelfeile. Ist halt so eine kleine Sandblattfeile. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit denen immer nichts anfangen kann, weil
Da, die geht bei meinen Nägeln, geht die Feile kaputt, nicht der Nagel ab. Naja, also Sandblattfeilen sind gar nichts für mich, aber die wird 99 Cent kosten. So. Und dann kommen wir mal zur nächsten Geschichte und zwar von Catrice, von der Clean ID-Reihe. Da gibt es jetzt schon online einige Produkte, die vorher noch nie irgendwo aufgetaucht sind. Die werden jetzt wahrscheinlich auch bald in die DM-Filialen kommen. Die sind nämlich exklusiv nur bei DM erhältlich. Und da haben wir erstmal ein bisschen Hautpflege und zwar ein Hyaluronic Boost Serum und ein Carrot Glow Face Oil. Alle Produkte in dieser Reihe sind vegan, ohne Mikroplastik, ohne Silikone, ohne Mineralöl, ohne PEGs. Aber die meisten von den Sachen sind trotzdem parfümiert, was ich ein bisschen eigenartig finde, denn sie sollen für sensible Haut geeignet sein. Das passt eigentlich nicht zusammen, aber gut. Jedenfalls ein Hyaluronserum und ein ja, Karotten-Glow-Gesichtsöl. ehrlich gesagt habe ich nicht herausfinden können, für was die Karotte speziell in dem Fall gut sein soll, ob das irgendwie was mit Bräunung oder so zu tun hat. Das habe ich nicht gefunden, aber ich bin gespannt. Ich werde es vielleicht mal ausprobieren. Das gibt es auf jeden Fall. Und außerdem, und das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, ein Enzympuder. Und ja, das ist ein Puder, das man mit Wasser mischt. Und dann 5 Minuten auf dem Gesicht, also man trägt es auf, lässt es 5 Minuten einwirken und spült es dann wieder ab. Und das ist eben ein Peeling, aber nicht ein mechanisches Peeling, wo du so rubbelst, sondern ein Enzympeeling. Und die sind tatsächlich toll. Da bin ich drauf gespannt. Ja, das ist natürlich auch wieder frei von Mikroplastik und bla bla bla. Ist eh klar. Dann wird es einen Primer geben und zwar einen Pore-Filling-Primer, so ein mattierenden Primer, der die Poren verschwinden lässt. Und das wundert mich ein bisschen, weil es gibt schon so einen Primer bei Catrice Clean ID. Ich weiß nicht, was da der Unterschied ist. Vielleicht, dass der für sensible Haut geeignet sein soll. Keine Ahnung, aber den wird es auf jeden Fall geben. Für 5,95 €. Ich schreibe euch die Preise ja eh immerhin, ne? Und dann wird es noch zwei Setting Sprays, also Prime Sprays und Setting Sprays in einem geben. Und zwar die Glowy-Variante mit Rosenextrakt in rosa und die mattierende Variante in grün mit Aloe Vera. Genau, für 4,95 €. Dann wird es noch ein paar Augenbrauenprodukte geben. Und zwar diese Augenbrauenmascara Brow Filling Gel. Also da, ich weiß nicht, ob da Fasern oder sowas drin sind. Das soll die Augenbrauen auch auffüllen. Jedenfalls wird es in drei Farben geben und ich glaube, es gibt so ein ähnliches Produkt auch schon bei Clean ID. Ich bin nicht sicher, was der Unterschied ist, aber vielleicht einfach, dass es eben diesen auffüllenden Effekt haben soll. Genau, für 3,59 € und für 3,25 € wird es eine klare Variante von dem Augenbrauengel geben. Das gab es definitiv auch schon bei Catrice Clean ID. Das habe ich nämlich und ich mag es auch sehr gern. Ja, da kommt es, ich weiß nicht, was der Unterschied ist, ehrlich gesagt, aber. Das kommt auch noch raus. Ja, dann gibt es noch eine Mascara und einen Eyeliner. Ja, der Eyeliner ist einfach ein Dip-Eyeliner in sch mattem Schwarz, auch wieder für sensible Augen geeignet. Und die Mascara ist auch für sensible Augen geeignet und ist eine Full Lash Black, Extra Black Mascara, also vermutlich eine Volumen-Mascara. Was ich auch nicht schlecht finde, die werde ich bestimmt auch ausprobieren. Da gibt es noch einen Bronzer. Und dieser Bronzer, er hat ein anderes Pressing als der, den es schon gibt. Es gibt ja auch in der Clean ID-Reihe schon einen Bronzer. Ich glaube, dass der hier trotzdem matt ist. Es ist ein Mineral Bronzer in der Farbe 010 Light. Möglicherweise ist nur die Farbe heller. Ich habe keine Ahnung. Aber der wird 5,95 € kosten. Warum sage ich immer wird? Die Catrice-Sachen gibt es online schon bei DM. Die kannst du jetzt schon bestellen, wenn du möchtest. Genau, dann wird es noch zwei Highlighter-Paletten geben. Und zwar einmal in 020 Gold und einmal in 010 Rosé Gold. Und die sind auch so ein bisschen marmoriert und sehen sehr schön aus, muss ich sagen. Die gefallen mir richtig gut. Die werde ich mir definitiv mal anschauen. Und dann wird auch noch eine ist auch eine Lidschattenpalette erhältlich. So ist es richtig. Sie ist bereits erhältlich.
Und zwar nennt sich die Natural Nude. Und ja, ich würde sagen, der Name passt. Es ist eine Nude-Palette. Aber ich muss sagen, ich finde die ganz spannend gemacht. Man hat immer einen matten Ton und drunter bzw. drüber eine schimmernde Metallic-Variante. Und die Palette ist auch in zwei Hälften geteilt. Also diese eine Seite ist eher hell, eher Tag, Tages-Make-up. Und die andere Seite eher dunkel und eher so Nacht, abends halt Make-up. Finde ich, obwohl das eigentlich eine langweilige Nude-Palette ist, muss ich sagen, gefällt mir die sehr gut und eventuell hole ich mir die auch. 9,95 € wird sie auf. Nein, kostet sie. Kostet sie. Und dann als letztes Produkt in dieser Reihe sind drei Plumping Lipglosse. Die heißen Hydra Volume. Ich habe keine Ahnung, ob die Plumping sein sollen durch irgendwelche Chili-Sachen oder Menthol oder so, was der Plumping-Effekt ist, oder ob es einfach Hyaluronsäure ist. Auf jeden Fall gibt es davon drei Farben, die alle drei recht hell sind, also eher so nudig. Ich gehe auch davon aus, dass die ziemlich transparent sind, ehrlich gesagt. Und die kosten 3,95 €. So, und dann gibt es noch die Überraschungs-LE, die habe ich gestern, als ich dieses Video schon mal gedreht habe, ohne Ton. 5 Minuten bevor ich das Video gedreht habe, kamen die ersten Bilder dazu. Und zwar von Isle of Revolution die Ariel Edition von diesen Storybook-Paletten und dieser Storybook-Kollektion. Da gab es ja schon Tiana, Cinderella und Belle. Genau. Und jetzt kommt Ariel auch noch dazu. Und das Design ist genau wie bei den anderen Paletten auch oder bei den anderen Produkten. Das Design ist das gleiche geblieben. Es gibt einen Lipgloss auch bei ihr, der ist quasi durchsichtig mit Schimmerpartikeln, würde ich sagen, in so einem irisierenden Blau-Rosa. Dann gibt es einen Highlighter und der Highlighter hat auch diese Herzform und ist auch in dieser kleinen Box drin, sehr süß. Und dann gibt es natürlich das Herzstück und zwar die Palette. Und die ist wie bei den anderen auch auf der einen Seite Face-Produkte, Puder, also Bronzer, Blushes und Highlighter. Und auf der anderen Seite sind Lidschatten und die sind sehr, sehr bunt in dieser Palette. Also so eine richtige Regenbogenpalette, sehr poppig, aber auch süß. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ich da ein Review dazu machen soll. Ich war von den anderen von der Qualität her nicht so begeistert, aber die Aristocats-Palette, die war ja jetzt besser und vielleicht ist die ja jetzt auch besser. Die sieht auf jeden Fall sehr süß aus. Schreibt mir mal, was ihr dazu denkt. Ja, genau. Das war mein kleiner Info-Input, was es in Sachen Make-up demnächst wieder Neues gibt. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, du lässt mir einen Daumen da, wie immer, ne? Und wenn du neu hier bist, dann lass mir doch ein Abo da, dann quatsche ich dich das nächste Mal auch voll. Und ja, dann hoffe ich, ihr habt einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, meine Lieben. Ciao.